Frau Dr. Winkler, Sie sind Fachärztin für Allgemeinmedizin und geistige Heilerin. Eine nicht alltägliche, aber sehr spannende Kombination. Wie kam es denn dazu? Viele, vielleicht die meisten Schulmediziner stehen alternativen Ansätzen ja eher skeptisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenüber. Ich würde zunächst einmal gerne den Begriff geistige Heilerin, geistige Heilung klären. Geistige Heilung liegt die Erfahrung zugrunde, dass es eine Kraft gibt, eine übergeordnete Kraft, mit deren Hilfe wir Gleichgewichte wieder einstellen im Körper, Heilung fördern können. Das bekannteste in der geistigen Heilung ist das Handauflegen, aber es geht weit über das Handauflegen hinaus. Es ist ein Wirken mit geistigen, also mit feinstofflichen Kräften, um eben diese Gleichgewichte entweder im eigenen Körper oder im gesamten Leben wieder einzustellen. Ja, wie hat es begonnen? Es war eine Kette von unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnissen, die dazu geführt haben, dass ich über 10 Jahre lang in meiner schulmedizinischen Praxis zusätzlich zu den üblichen Therapiemethoden die Hände aufgelegt habe. Meine erste Patientin, der ich die Hände aufgelegt habe, hatte ein Karpaltunnelsyndrom, eine stark schmerzhafte Nervenquetschung im Bereich des Handgelenks. Und sie kam an einem Montag und hatte am Freitag der gleichen Woche schon einen OP-Termin ausgemacht. Und ich habe ihr 3-mal die Hände aufgelegt und am Donnerstag war sie schmerzfrei und geheilt. Ich habe beobachtet, dass die geistige Heilung eine risikolose Alternative zur Schulmedizin sein kann und dass geistige Heilung auch dort eine Chance für Heilung bietet, wo klassische Medizin und andere Naturheilverfahren schon ihre Grenzen erreicht haben. Alle diese Therapieverfahren ergänzen sich und bereichern sich gegenseitig. Und die geistige Heilung kann helfen, dass Schulmedizin noch effektiver wirkt. Also ein Beispiel, ich habe eine Patientin erlebt, die zu mir kam mit rheumatischen Gelenkserkrankung. Sie ging zu ihrem Rheumatologen und hat entsprechende Tabletten bekommen und massive Nebenwirkungen erlebt. Ich habe ihr empfohlen, diese Tablettenpackung einfach vor sich hinzulegen und sich darauf zu fokussieren, dass diese Tabletten jetzt ausschließlich zu ihrem eigenen Wohl dienen. Also wer an Gott glauben würde, könnte jetzt auch ein Gebet sprechen. Wir haben praktisch diese übergeordnete Energie, diese übergeordnete Heilkraft in die Tabletten hineingegeben. Sie hat die Tabletten anschließend geschluckt und optimal vertragen können. Viele Heilungen in meiner Praxis, die durch Handauflegen geschehen sind, ließen sich objektiv nachweisen. Ich hatte Blutwerte, Röntgenbilder, MRT, CT-Bilder vorher und nachher und parallel war keine andere Heilbehandlung geschehen und darauf sind die Medien aufmerksam geworden. Ich bin in mehrere Fernsehsendungen eingeladen worden und in die ersten 3 Fernsehsendungen haben meine Patienten mich begleitet und haben dort ihre Heilungserlebnisse berichtet und dann ist eine Welle in mein berufliches Wirken hineingebrochen. Nach den ersten 2 Fernsehsendungen innerhalb von 6 Wochen haben 2000 Patienten angerufen und einen Termin erbeten und das ging dann jahrelang so weiter. Ich bin dann oft im Ausland gewesen, um meine eigenen Heilfähigkeiten zu erweitern. Ich bin in Amerika gewesen, habe eine Quantenmedizinausbildung gemacht, war bei mehreren philippinischen Heilern, bei russischen Heilern. Ich war mehrere Monate in Indien an einer spirituellen Universität, um zu erleben, wie geistige Heilung auf anderen Kontinenten praktiziert wird. Wo gibt es Schnittmengen, wo gibt es Unterschiedlichkeiten und in welchen Situationen ist ein bestimmtes Vorgehen besonders hilfreich? Und dann habe ich mich von meiner schulmedizinischen Praxis getrennt, einfach weil das nicht mehr machbar war für mich.
Und in meiner jetzigen Praxis in Frankfurt fokussiere ich mich ausschließlich auf unterschiedliche Formen der geistigen Heilung und integriere mein allgemeinmedizinisches und naturheilkundliches Wissen in die geistige Heilung. Wie haben Sie Ihre heilerischen Fähigkeiten ursprünglich entdeckt? Wie hat das alles begonnen? Begonnen hat es mit einem ganz speziellen Hausbesuch. Eine Patientin hat mich morgens ganz früh angerufen und um einen Hausbesuch gebeten vor meiner Sprechstunde aufgrund ihres starken Schwindels. Und ich bin dann zu ihr gefahren und habe sie untersucht und habe festgestellt, dass der Blutzuckerwert sehr erhöht war. Während der Untersuchung bin ich plötzlich wortlos aufgestanden, bin zum Telefon gegangen, habe die 112 angerufen und einen Notarzt bestellt. Der hat mich gefragt, mit Blaulicht, und ich habe gesagt, ja, mit Blaulicht. Und einige Minuten später war der Notarzt in der Wohnung. Sie haben der Patientin ein EKG auf die Brust gelegt und sie hatte einen Herzstillstand. Wir haben sie wiederbeleben können und in der Klinik hat man zu ihr gesagt, wäre sie nicht so frühzeitig notärztlich behandelt worden, hätte sie den komplizierten Infarkt nicht überleben können. Und das Besondere für mich daran war, wie sich das angefühlt hat. Ich bin in ein für mich damals neues, völlig unbekanntes, sehr starkes Kraftfeld eingetaucht. Ich fühlte mich wie hypnotisiert, wie ferngesteuert. Und einige Tage später habe ich ein vergleichbares Erlebnis gehabt. Ich hatte einen Termin bei einem Orthopäden. Ich hatte Rückenschmerzen und es fühlte sich so an, als ob mein Wirbel verschoben war, und wollte mir den gerne einrenken lassen von dem Orthopäden. Habe wochenlang auf diesen Termin gewartet und an dem Tag selber verschlafen. Und jetzt bin ich viel zu spät losgefahren. Das war in Mainz. Ich kannte die Stadt nicht. Damals gab es auch keine Navigationsgeräte. Und bin mit hoher Geschwindigkeit nach Mainz gefahren und habe einen Taxistand gesucht. Ich wollte mich mit der Taxe dorthin lotsen lassen. Bin gefühlt 9-mal abgebogen. Links, rechts, rechts, links, geradeaus. Hab den Taxistand gefunden, steig aus, sag, wo ich hin möchte. Und da sagt er zu mir, Sie stehen vor der Tür. Kurz danach habe ich einen intensives Gebet gesprochen, plötzlich nahm jemand meine Hand, da war aber überhaupt niemand. Also ich habe gemerkt, dass die geistige Welt in mein Leben getreten ist, auf mich zugekommen ist, und habe dann mehr oder minder zufällig begonnen, mir selber die Hände aufzulegen. Ich habe die Hand auf dem Bauch liegen gehabt und habe plötzlich gespürt, was sich da irgendwie getan hat. Und diese erste Patientin, der ich die Hand aufgelegt habe, sie hat, glaube ich, 5-mal mich aufgefordert, ihr die Hände aufzulegen. Und dann beim 5. Mal habe ich gesagt, okay, ich mach's. Und als dann kurz danach die Heilung geschehen war, da haben wir beide sehr gestaunt. Sie machen in Ihrer täglichen Arbeit ja immer wieder die Erfahrung, dass Heilung, dass das Heilwerden nicht nur von materiellen Faktoren abhängig ist, vielleicht auch nur in zweiter Linie davon abhängig ist. Zu welchem Menschenbild oder überhaupt Weltbild sind Sie denn im Laufe der Jahre gelangt? Was ist der Mensch in seinem Wesenskern und was ist Heilung? Jeder Mensch ist für mich ein Ausdruck des Alleinen, jeder Mensch ist für mich ein göttlicher Ausdruck. Und wir haben Kräfte in uns, wir haben Zugang zu Kräften, die Heilungsgeschehen in Gang setzen können und im Idealfalle vollenden. Und die geistige Heilung bietet viele Chancen, diese Kräfte in sich selbst zu entdecken und zielgerichtet zu nutzen. Welche Arten von Krankheiten behandeln Sie vorrangig? Ein besonderer Schwerpunkt sind chronische Erkrankungen. In der akuten Erkrankungssituation ist die Schulmedizin in der Regel überlegen. Und im chronischen Erkrankungsbereich hat Naturheilkunde und insbesondere die geistige Heilung sehr viel zu bieten. Ich biete nicht jedem Patienten, der einen Termin erbittet, eine Heilbehandlung an. Ich spüre im Vorfeld hinein, ob ich den Impuls habe, etwas zu geben zu haben.
ob ich glaube, helfen zu können und ob auch aus meinem Erfahrungshorizont geistige Heilung zielführend ist. Es gibt Situationen, wo es hilfreicher wäre, zum Beispiel schulmedizinische Diagnostik zu komplettieren oder auch andere Therapieverfahren zu wählen. Haben körperliche Krankheiten aus Ihrer Sicht eine tiefere Bedeutung? Kann man solche Zusammenhänge verallgemeinern, wie zum Beispiel, dass Rückenprobleme mit dem Rückgrat der Persönlichkeit zu tun haben? Jede Erkrankung und jedes Symptom hat die Chance, wichtige Hinweise zu geben, was im eigenen Körper oder im eigenen Leben ins Gleichgewicht gebracht werden möchte. Zum Beispiel bei Rückenproblemen, der Rücken und besonders die Wirbelsäule ist das Organsystem, das dem Körper von hinten Halt gibt, den Körper von hinten unterstützt. Und bei Rückenbeschwerden zeigen Erfahrungswerte, dass oft diese Rückendeckung, diese Unterstützung fehlt. Im Lendenwirbelbereich haben wir oft ein Fehlen der Unterstützung im konkret Materiellen. Es geht um das Geld oder um die Wohnung oder eventuell um den Job. Im Halswirbelbereich fehlt oft eine Unterstützung im mitmenschlichen Bereich. Es ist eine mitmenschliche Zuwendung, eine liebevolle Unterstützung oder auch Zärtlichkeit. Das sind Erfahrungswerte, die sich nicht verallgemeinern lassen. Es ist ganz wichtig, individuell durch Nachfragen sie auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen. Diese Erfahrungswerte bieten aber eine große Chance, sehr schnell die eigentliche Ursache der Symptome zu erkennen, um sie der Heilung zuzuführen. Sie bieten auch Seminare an, die dazu dienen, die Selbstheilungskräfte zu stärken. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Was führt zur Heilung? Was ermöglicht Heilung? Das Wichtigste ist für mich die Quintessenz meiner beruflichen Tätigkeit nach Tausenden von Heilbehandlungen, ist, dass im Verbund mit einer übergeordneten Kraft, im Verbund mit der göttlichen Kraft Heilung möglich wird und auch geschieht, wo es ohne diese Kraft nicht möglich war und auch nicht geschieht. Es ist wichtig, eine zusätzliche übergeordnete Kraft kennenzulernen, ein zusätzliches Potenzial, eine neue Ressource, die hilfreich ist, um Gleichgewichte im eigenen Körper wieder einstellen zu können. Ich habe den Eindruck, dass Heilung ein Energiemanagement ist. Wir haben eine Krankheit, die hat eine Krankheitskraft und wir haben Selbstheilungskräfte. Wenn die Krankheitskraft stärker ist als die Selbstheilungskraft, dann besteht das Problem. Und die gesamte Naturheilkunde inklusive der geistigen Heilung möchte die Selbstheilungskräfte stärken. Wenn die Selbstheilungskräfte stärker geworden sind als die Krankheitskraft, wenn sich dieses Gleichgewicht verschoben hat, macht es auf Zack und Heilung wird möglich. Und dafür ist es wichtig, eine zusätzliche Ressource zu finden, die das ermöglichen kann. Und die geistige Heilung bietet da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, eröffnet ein Spektrum. Ich habe Patienten erlebt, die diese übergeordnete Kraft für sich schon entdeckt haben, die gesagt haben, ja, ich glaube an Gott und ich bete auch. Ich bete für meine Kinder, ich spreche das Vaterunser, ich bedanke mich täglich für den Tag. Und wo es noch nicht gelungen war, diese Kraft gezielt für das eigene Herzensanliegen, nehmen wir mal an, einen Knieschmerz, also für die Heilung des Knies dann zu bitten. Es gibt Patienten, die glauben an Engel und da steht die Option im Raum, die Engel einzuladen, zum Beispiel für Heilung des Knies, wenn wir den Knieschmerz einmal nehmen. Oder andere sagen, ich weiß nicht wirklich, woran ich glauben soll. Vielleicht kann sich aber jemand vorstellen, dass er Heilkraft einatmen kann.
Er atmet zum Beispiel Heilkraft ein und beim Ausatmen wird dann die Heilkraft in das Knie hineingeleitet. Er hat dann die Möglichkeit, die heilsame Kraft des Atems zu entdecken. Manche bekommen einen Zugang zur Heilkraft in der Natur oder sie entdecken den Zugang zu den Chakren. Diese Chakren, diese Energiezentren, die in den heiligen Schriften der Inder, der Veden beschrieben sind, können wir uns ja wie Festplatten vorstellen. Auf diesen Festplatten sind nicht nur Informationen, sondern potenzielle Fähigkeiten auch drauf. Im ersten Chakra zum Beispiel Urvertrauen und die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Oder im zweiten Chakra ist es die Vitalenergie, die Lebenskraft. Das zweite Chakra beschenkt mit Potenzial von Heilkraft, auch die Fähigkeit, das Leben sinnlich genießen zu können, sich entspannen zu können. Und das sind ganz einfache Übungen, die jeder kann, durchführen kann, wer mag, um in diesen Genuss zu kommen, um einen Zugang zu diesen besonderen Fähigkeiten der Chakren zu erhalten. Es gibt unzählige Möglichkeiten und wichtig ist, dass jemand irgendeine für sich ausmachen kann, die individuell stimmig ist. Gibt es Voraussetzungen, die ein Patient mitbringen muss? Etwa ein bestimmter Glaube, Gottesglaube? Ja, eine wichtige Voraussetzung ist eine gewisse Offenheit, eine Bereitschaft für Heilung. Geistige Heilung ist eine sehr anspruchsvolle Medizin. Es geht über die Symptombehandlung hinaus. Und das ist wichtig, dass sich jemand das wünscht. Und bei der Bereitschaft für Heilung ist besonders die unbewussten Anteile, die eine große Rolle spielen. Aber wie kann man Unbewusstes aktivieren, wo es doch unbewusst ist? Ich arbeite sehr viel an der Bereitschaft für Heilung, wo jemand sagt, ja, ich will Heilung, sonst wäre ich doch gar nicht zu Ihnen gekommen. Und wenn dann jemand zum Beispiel die Augen schließt und sagt, ich bin bereit für die Heilung. Ich bitte dann manchmal, schließen Sie doch die Augen und wiederholen Sie das einfach dreimal. Ich bin bereit für die Heilung. Und wenn dann jemand nachspürt, kann es sein, dass er entdeckt, ich bin gar nicht bereit für Heilung. Und dann gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten. Das hängt jetzt sehr davon ab, von dem Glaubenssystem der jeweiligen Person. Es gibt dann Möglichkeiten, dass wir über Meditation, über Kraft der Worte und der Gedanken eine Blockierung in der Bereitschaft lösen. Manche Menschen empfinden es auch als stimmig, ein Gebet zu sprechen. Es gibt viele Möglichkeiten, dann positiv darauf einzuwirken, dass diese Bereitschaft sich öffnet. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass Heilung eingeleitet wird. Jetzt müsste man doch meinen, dass jeder Mensch zur Heilung bereit ist. Ist das nicht so? Nein, das ist nicht so. Warum nicht? Welche Einstellung kann einen Menschen beispielsweise daran hindern? Bescheidenheit zum Beispiel. Bescheidenheit ist eine für mich sehr destruktive Kraft. Dankbarkeit ist sehr hilfreich im Leben, beschenkt Menschen sehr. Einfachheit ist sehr hilfreich, aber Bescheidenheit ist eine Qualität, die uns klein macht und nicht die Möglichkeiten annehmen lässt, die für uns vorbereitet sind. Es ist für mich wichtig, dass immer mehr Menschen auch erfahren von diesen Möglichkeiten, dass es über die weit verbreitete Schulmedizin noch Möglichkeiten gibt, Heilung zu erleben, wo klassische Mediziner sagen, dass es keine Möglichkeit besteht. Gibt es aus Ihrer Sicht auch die Möglichkeit, dass ein Mensch eine Krankheit durchleiden soll, durchleben soll, weil er etwas daraus zu lernen hat und dass die Behandlung deshalb nicht greift? Krankheiten sind immer eine Chance für Weiterentwicklung, bieten eine Chance, etwas zu lernen. Wir machen im Leid andere wichtige Erfahrungen als im Glück. Und es ist sehr hilfreich, diese Botschaft des Körpers, diese Botschaft des Symptoms zu verstehen. Verstehen wir die Botschaft, richten wir uns danach,
sind manche Symptome überflüssig geworden und können sich lösen. Heilung muss geschehen dürfen innerhalb des Lebensplans eines Menschen und Heilung hat wie alles im Leben den richtigen Zeitpunkt. Sie bieten auch Engelseminare an. Was ist ein Engel aus Ihrer Sicht? Im traditionellen Sinn ein himmlischer Helfer Gottes? Und welche Bedeutung haben Engel für die Heilung eines Menschen? Engel sind himmlische Helfer, die jederzeit an unserer Seite stehen, auch wenn wir sie oftmals nicht wahrnehmen. Viele von uns haben schon Situationen erlebt, wo eine Gefahr im Raum war, die sie unbeschadet überstanden haben und das Gefühl geschehen ist, da war eine besondere Kraft im Spiel. Hier hat mein Schutzengel geholfen, hier hat jemand die Hand über mich gehalten. Engel haben die Fähigkeit, uns zu schützen, nehmen uns Belastungen ab, dienen zum Segen eines Vorhabens, helfen uns, eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Und in ihrer Präsenz geschieht Heilung. Besonders bekannt neben dem Schutzengel sind die Erzengel, Erzengel Michael, Erzengel Gabriel, Erzengel Raphael. Die Aufgaben der Erzengel sind, das Göttliche für uns erfahrbar zu machen. Und es gibt spezielle Engel der Heilung, die spezifisch auf die Materie einwirken, die helfen, dass unsere Wünsche und Absichten in der Materie umgesetzt werden. Wir brauchen uns nicht besonders mit Engeln auszukennen. Allein wenn ich den Engel anspreche, der im jetzigen Moment mir am meisten zu geben hat, geschieht etwas. Ein besonderer Schwerpunkt in meinen Engelseminaren ist neben Stärkung der Selbstheilungskräfte ein Eintauchen in die Wahrnehmung der Engelpräsenz. Das ist ein unbeschreiblich wunderbares Gefühl von Liebe, von Ruhe, von einem inneren Frieden, von Sicherheit, Geborgenheit. Und diese Wahrnehmung der Engelpräsenz verändert einiges in unserem Leben. Steht der Bezug, steht die Verbindung zu Engeln mit einem bestimmten Glauben oder mit einer bestimmten Religion in Verbindung? Auf den unterschiedlichsten Kontinenten, in unterschiedlichen Religionen sind Engel beschrieben worden. Zum Beispiel Erzengel Gabriel hat Mohammed den Koran vermittelt oder Erzengel Uriel ist in der jüdischen Mystik, in der Kabbala bekannt. Er hat die Kabbala vermittelt. Im arabischen Raum sind Engel beschrieben worden. In unterschiedlichen Religionen, aber auch jenseits von Religionen. Ich habe viele Menschen erlebt, die sich nicht zugehörig fühlen zu irgendeinem Glaubenssystem und ganz leicht Engel wahrnehmen konnten. So wie jeder singen kann und es vielleicht aber nicht zur Konzertreife schafft, so kann jeder, der entsprechende Maßnahmen unternimmt, es sind Meditationen, es sind ganz einfache Übungen, wo sich das dritte Auge beginnt zu öffnen. Und nach diesen Maßnahmen geschieht für viele Menschen, die meisten meiner Seminarteilnehmer tauchen in diese Wahrnehmung hinein. Das geschieht sehr einfach, wenn jemand das wünscht. Die heutige Schulmedizin definiert das Leben als das körperliche Leben und versucht es so lange wie möglich zu erhalten, auch unter Einsatz von Chemie durch die Apparatemedizin. Ist eine solche Lebensrettung aus Ihrer Sicht immer sinnvoll? Wir Therapeuten sind nur Schicksalsvollstrecker. Die Seele bestimmt das Geschehen. Das heißt, das kann man nicht allgemein beantworten. Würden Sie also versuchen, solange es irgendwie möglich ist, das Leben des Körpers auch zu erhalten? Ich vertraue, dass es individuell optimal
der jeweiligen Situation und des Seelenplans des Menschen angemessen geschieht. Und da darf die Apparatemedizin also durchaus eine Rolle spielen? Die Apparatemedizin spielt eine Rolle, aber welche Rolle sie individuell spielt, das führt das Göttliche des Patienten. Wie stehen Sie zur Frage des selbstbestimmten Sterbens, etwa durch Sterbefasten? Zunächst einmal ist jedes Sterben für mich selbstbestimmt. Die Seele, das Göttliche des Menschen entscheidet, welche Erfahrungen noch wichtig sind und wann und wie wir die Sphären wechseln und nach Hause gehen, auch wenn der Verstand das gelegentlich nicht nachvollziehen kann. Ich erlebe, dass Schwierigkeiten auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg in die andere Sphäre durch Anhaftungen geschehen. Da gibt es Ängste, da gibt es ungelöste Konflikte im eigenen Leben, manchmal sind es Schuldgefühle und ein Unausgesöhntsein habe ich beobachtet mit sich selber oder mit dem eigenen Lebensweg. Und die geistige Heilung ist bemüht, diese Konflikte zu lösen. Manchmal braucht es Vergebung, sodass Konflikte Lösung finden. Und wenn es gelingt, mit liebevoller Hinwendung und übergeordneten oder auch oft der göttlichen Heilkraft, diese Anhaftungen zu lösen, können Menschen ganz leicht und in Frieden gehen. Diese besonderen Hilfen sind im Moment noch nicht überall verfügbar und in diesem Bereich kann auch geistige Heilung große, wichtige Dienste leisten. Was könnte man, was sollte man tun, damit das Sterben auch in unserer Kultur, wo der Tod ja doch eher tabuisiert ist, leichter wird? Ein großes Geschenk ist vielleicht schon bei Zeiten, Anhaftungen zu lösen, Ängste zu lösen, Konflikte in die Harmonie zu bringen, all das, was dann in dieser Lebensphase noch zu einem Anhaften führen könnte. Und individuell, je nachdem, ob es stimmig ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, im Gebet individuell, was die Person selber braucht in diesem Moment, zu integrieren und über das Gebet zu begleiten. Ich habe gerade in dieser Lebensphase oft wahrgenommen, dass Menschen selber in die Wahrnehmung von zum Beispiel Engeln oder hilfreichen Kräften gelangen, die es ganz von selbst möglich gemacht haben, in Frieden die Sphären zu wechseln. Frau Dr. Winkler, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke.